In der Schule. Wenn man sollt alles zusammenschreiben, wo in der Jugendtag in der Schule um die Welt passiert, dann kennt man Haufen Bücher damit aufsetzen. So interessant sind sie. Mehr, wo bisher auch in der Schule darum gelernt haben, können Haufen Stücke erzählen, wo darum passiert sind, so wie das Stück, wo in Tupandi früher schmul in der Schule passiert ist. Der Lehrer hat gefragt: Wer von euch weiß, mir auslegen, was ein Kuh ist? Niemand hat sich gemeldet. Auf einmal ganz hin, hat das Laurache sein Derfingerche gehob, das sah der Lehrer. Na, Maura, sagt an dein Kollege, wie man weiß, was ein Kuh ist. Das Mädchen sah ganz verschämt. Ein Kuh ist ein Tier voll Milch, wo man an vier Memmen rausziehen kann. Über der Milch ist eine Haut mit weißen oder schwarzen Flecken, wo an einem Kopf null ist. Auf dem Kopf sind dann zwei Hörner, wo dienen für die Kuh und Binnen. Gut so, Laura, sah der Lehrer. Obwohl die Auslegung ganz verdreht wird, hat wenigstens das Mädchen die Courage für das Sprechen gehabt. Der Lehrer fragt weiter. Weiß jemand von euch dann, was ein Gens ist? Wie kennt man dann ein Gens? Ein Gens ist ein Tier, wo geht genau von dem Schnabel bis an die Fies. Dazwischen sind dann eine ganze Haufe Federe. So langsam gehen die Kinder ein bisschen mehr partizipativ. Ein Haufe hatte schon die Wörter fertig für über ein Tiers Rede. Da hat der Lehrer gefragt. Wer von euch weiß über noch ein Tiers Rede? Ganz vorne hebt er erst das Händchen die Maria. Der Lehrer fragt. Über was für Tier willst du dann sprechen? Über die Katz. Na ja, dann sprich mal. Ein Katz ist ein wollig Tier, wo Miau Miau macht. Und hat einen Schwanz, wo genau am Ende von dem Körper rauskommt. Und so gehen die unschuldigen Palpeter weiter, ganz typisch von einem gewöhnlichen Schule in der Kolonie. In jeder Idee von jeder Kind gründet sie langsam die Kraft von der Schlauigkeit. In der Städte läuft es ganz anders. Die Kinder kommen schon mehr giftig in die Schule und so haben sie vielmals schwere Antworten von dem Lehrer seine Frage. Die Kinder von der Stadt holen seine Idee aus der Television. Und was sie Tag zu Tag darum sehen oder mitmachen. Und so kommen die verdrehten Pläne in der Schule raus. So ist es mal passiert in Porto Alegre in der Schule, wo die Lehrerin sie gefragt hat, was sie wollte sehen, wenn sie groß werden. Der Hannes hat er erst gesprochen. Ich will ein Luftschifferpilot geben. Welche was? Fragt die Lehrerin. Er antwortet. Weil dann kann ich immer darum fliehen, hin und her, nur alle Plätze von der Welt. Und du, Paulchen, was willst du geben? Ich will einen Soldat geben für die Leute in der Stadt, schonen von den Banditen und so werden sie sind für die ganze Leute. Ach, schön so, schön, schön. Und du, Sapinchen, was willst du geben? Eine Schwester. Oh, wie schön, sah die Lehrerin. Welche was dann willst du eine Schwester geben? Ei. Dann kann ich der Leid helfen, die Beine abbranden durch mein Betung und mein Hilf in der Krankenhäuser. Ich war schön, so Sapinchen. Wollen wir dann mal sehen, was es Pinchen geben will? Ich will einen Mann geben, ganz voll wollige Beste, wenn ich groß werde. Na, Pinchen, welche was hast du dann so eine Idee? Froh die Lehrerin ganz verwundert von der Guri. Ihr Antwort. Na! Weil dann gebe ich reich voll kaputt. Ja, wieso? Lehr das dann mal uns aus. Oh, weil meine Schwester hat nur so ein bisschen Pärste zwischen den Beinen und damit hat es schon eine neue Auto verdient und ein groß goldene Kit. Hahaha.